Heute ist Erstaunliches passiert, meine Damen und Herren, denn wir erleben so eine Art Anti-Trump-Trade heute. Also das, was gestern wegen Trump, wegen des Sieges von Donald Trump besonders stark gestiegen ist, der Dollar, die Kapitalmärkte, Zinsen, die Aktie von Donald Trump, diese Social Media Truth Aktie, all das ist heute unter Druck und fällt, während das, was gestern gefallen war aufgrund des Trump-Siegs, nämlich Gold, der DAX, chinesische Aktien, das steigt heute in einer Art Gegenreaktion. Aber jetzt richtet sich der Fokus nach dem Sieg von Donald Trump auf die Frage, naja, wie wird denn die Fed und vor allem Jerome Powell auf die Aussicht auf eine neue Präsidentschaft von Donald Trump reagieren? Und da könnte sich Überraschendes tun, aber schauen wir erstmal auf die Gemengelage und starten eben mit diesem Gegentrend, den wir heute sehen. Gold gestern sehr stark unter Druck, weil man gesagt hat, naja, und das wird bedeuten, dass die Fed die Zinsen vielleicht doch nicht so stark senken kann. Dazu Dollarstärke, weniger Zinsaussicht, das hat Gold gestern belastet. Heute geht es wieder nach oben. Der Dollarindex, Euro-Dollar zum Beispiel, als wichtigster Bestandteil dieses Index, der geht wieder nach unten. Noch haben weder Gold noch der Dollarindex das wieder ausradiert, was gestern passiert ist. Aber wir sehen da doch deutlich eine Gegenbewegung, während ausradiert wurde, was die Trump-Social-Media-Aktie hier gemacht hat. Wir sehen, die ist gestern erstmal zum Handelsbeginn massiv nach oben geschossen, hat dann mehr oder weniger unverändert oder mit leichtem Plus geschlossen und ist heute mit einem Gap nach unten eröffnet und ist deutlich im Minus. Also wir sehen, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Das sind vielleicht Gewinnmitnahmen hier bei dieser Aktie, sind Gegenbewegungen in diesen Assets, die gestern verloren haben und gestern stark zulegen konnten. Ja, auch vor allem die Kapitalmarktzinsen, die Renditen. Und hier sehen wir die 10-Jährige jetzt gefallen auf knapp 4,36%, immerhin 8 Basispunkte um und bei. Und das Ganze erklärt sich auch so ein Stück weit hier mal anhand des Chartes, des TLT, das ist praktisch ein ETF, das langlaufende US-Staatsanleihen abbildet. Wenn der Kurs fällt, dieses TLT, dann steigen die Renditen und umgekehrt. Und wir hatten hier eine positive Divergenz, waren schon ziemlich ausgebombt, also überverkauft, was die Anleihemärkte betrifft, und sehen jetzt eben diese Gegenbewegung, aber strukturell dürfte es eben so sein, dass die Kapitalmarktzinsen nach unten irgendwo unterstützt sind, weil eben das, was mit Donald Trump kommen wird, durchaus inflationär ist und vielleicht sogar noch inflationärer als manche denken, dazu gleich mehr. Und was natürlich dazu kommt, wir hatten jetzt diesen maßgeblichen Anstieg, seit die Fed die Zinsen gesenkt hat, sind wir mal eben um 80 Basispunkte gestiegen. Das ist eine richtig große Bewegung, also um 0,8%, von etwa 3,6% auf fast 4,5%. Was war das hoch? Glaube ich 4,46. Und das war natürlich eine steile Bewegung, die jetzt erstmal so ein bisschen auskonsolidiert wird. Aber es wird natürlich jetzt darauf ankommen, was sagt uns die Fed? Wird Jerome Powell mit der Aussicht, dass Trump kommt, ein bisschen vorsichtiger werden, was die Zinssenkungen betrifft. Das wiederum würde die Kapitalmarktzinsen unterstützen, dass man diesmal, also heute, die Zinsen senkt. Das gilt als weitgehend sicher, 98, 99%, je nachdem, wann man guckte, dass die Fed eben die Zinsen um 0,25% senken wird. Hier sehen wir rechts in dieser Euphorie an den Aktienmärkten also noch eine weitere Zinssenkung. Und was Sie hier unten sehen, das ist ein Artikel von Nick Timiraos, der Fettflüsterer, der schon vorgeschickt wurde letztes Mal an einem Wochenende. Schreibt mal einen Artikel im Wall Street Journal und sagt, also es kann schon sehr gut sein, dass wir die Zinsen um 0,5% senken. Das war ja bis kurz vor dieser Aktion der Fed im September mit der 0,5er Senkung eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Zettel. Erst dieser Artikel von Nick Timiraos hat das Ganze ins Spiel gebracht. Das haben die Märkte sich sofort als Botschaft verstanden von der Fed an die Märkte. Und jetzt kommt eine neue Botschaft von Nick Timiraos, dem Fettflüsterer, an die Märkte. Und da sagt er, ja, der Fokus richtet sich jetzt auf die Frage, was die Fed-Mitglieder davon abhalten könnte, im Dezember die Zinsen nochmal zu senken. Also eine latente Infragestellung der nächsten Zinssenkung im Dezember, die im September, die ist
Agmate Wiesen, wie man sagen würde in Bayern, aber die im Dezember, die könnte vielleicht ein bisschen wackeln und die ist ja bei den oder von den Märkten ja ganz, ganz eindeutig eingepreist. Und hinzu kommt noch, was hier Scott Bessent sagt, der den Republikanern und Trump sehr nahe steht, der sagt, ja, wir werden den nächsten Fed-Chef sehr früh benennen. Trump hat schon gesagt, dass er nicht Powell nochmal akzeptieren wird, nicht nochmal nominieren wird. Und das, so Bessent, würde die Unabhängigkeit von Jerome Powell steigern. Dieser gute Jerome Powell, ich glaube, ist keine Verschwörungstheorie, zwar nicht beweisbar, aber doch sehr wahrscheinlich, wurde wahrscheinlich von Janet Yellen im Auftrage auch der Demokraten so ein bisschen beauftragt, manche macht auch eine 0,5er-Senkung, dass das alles so schnell dann am Wochenende plötzlich mit diesem Artikel und so weiter, das ist doch sehr ungewöhnlich gewesen. Wir wissen aus dem FED-Protokoll, dass die meisten FED-Mitglieder eigentlich das nicht wirklich so als die Wunschoption hatten mit der 0,5er-Senkung. Die wollten eigentlich nur 0,25% senken. Aber wichtig ist, der Powell ist jetzt ein Stück weit unabhängiger geworden. Er weiß genau, es ist für die Demokraten jetzt nichts mehr zu retten. Jetzt muss ich mit dem Trump leben. Was wird jetzt passieren? Wird er sozusagen freigeistiger und weniger abhängig erstmal von der Politik werden, was dann wiederum die Pressekonferenz heute so unfassbar interessant macht. Aber Seth Donald muss mit dem guten Jerome noch ziemlich lange leben, nämlich als Fed-Chef bis Mai 2026. Und er wird sogar bis 2028 als Governor so oder so in der Fed bleiben, aber als Fed-Chef natürlich maßgeblich 1,5 Jahre. Das ist eine ziemlich lange Zeit, die also diese beiden Herrschaften noch miteinander auskommen müssen. Das wird eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie das Verhältnis, das ja so angeschlagen war zwischen den beiden. Trump hat ihn ja regelrecht beschimpft als Idiot, weil er die Zinsen nicht so gesenkt hat, wie Donald das wollte. Dann war Donald nicht einverstanden mit der großen Zinssenkung im September von Powell, weil er sagte, das hilft doch den Demokraten. Wie wir jetzt wissen, hat es den Demokraten nicht geholfen. Und der Jerome wird auch gesehen haben, dass die Inflationserwartungen deutlich nach oben gegangen sind in letzter Zeit. Gestern der größte Anstieg seit dem Jahr 2022. Weil man sich sagt, naja, Trump, das ist Inflation, warum will ich hier mal zeigen? Es geht zunächst mal um, sagen wir mal, ausländische Firmen. Hier sagt zum Beispiel ein Chef einer Firma von AutoZone, okay, also wenn jetzt die Zölle kommen, dann werden wir natürlich die Preise anheben müssen, die müssen wir an den Konsumenten weitergeben. Und das würden wir schon vorher machen, also die werden jetzt nicht warten, bis die Zölle dann in Kraft sind, sondern das wird man schon vorher machen. Und da wird zum Beispiel mal ein Beispiel hier genannt, zum Beispiel ein Toaster, der $40 kostet, der würde dann zwischen $48 und $52 kosten. Das ist ziemlich viel. Also der prozentuelle Anstieg ist ziemlich viel. Dann ein paar Schuhe, $50, die würden steigen auf $59 bis $64 nach Angaben hier des Industrieverbandes. Also das sind schon deutliche Anstiege. Das dürfte mehr als zweistellig sein oder mindestens zweistellig sein, was da an Preisen obendrauf kommt. Und das ist natürlich inflationär. Die Preise steigen. Die Inflation ist ja der Verbraucherpreis. Für die Verbraucher steigen die Preise. Also heißt das steigende Inflation. Insgesamt, wenn jetzt das umgesetzt wird, was Donald Trump vorhat, dann würden alle Güter aus China mindestens 60, teilweise aber 100% bezollt werden. 20% von bestimmten Partnern, bestimmten Ländern, zum Beispiel Mexiko möglicherweise, 25% sogar. Aber insgesamt würde das bedeuten, dass wir höhere Zölle hätten dann als in den 30er Jahren. Und was so ein bisschen von der Wall Street nicht so richtig erkannt wird, ist, dass das sich ja auch gegen amerikanische Firmen richtet, die eben im Ausland produzieren. Das heißt, wenn ich als amerikanische Firma in Mexiko produziere, dann muss ich Einfuhrzölle zahlen, weil das Ganze kommt eben aus Mexiko. Oder wenn ich das in Kanada mache, was unwahrscheinlicher ist, oder in jedem anderen Land. Und das würde zum Beispiel nicht nur für normale Firmen wie Landwirtschaftsmaschinenhersteller John Deere bedeuten, das wird schwierig.
sondern es würde eben auch bedeuten, dass Nvidia zum Beispiel, die ja diese Chips sich von TSMC designen lassen, also aus Taiwan, dass diese Chips letztendlich teurer würden, dass also alles, was aus dem Ausland kommt, auch für amerikanische Firmen teurer wird. Und das bedeutet zweierlei, sie heben entweder die Preise an oder sie verzichten auf Marge. Also wir sehen diesen inflationären Cocktail, der da besteht. Und wenn Trump dann noch illegale Ausländer ausweist, dann wird das bedeuten, dass Reservoir an Arbeitskräften sinkt, was dann in Kombination mit dem, was Trump vorhat, nämlich die Produktion verstärkt nach Amerika zu holen, was nachvollziehbar ist oder der Gedanke ist nachvollziehbar, aber das heißt, es wird mehr Arbeit erforderlich von weniger Leuten, was die Löhne deutlich nach oben treibt, und wir haben bei Boeing gesehen, was das bedeutet, mal schlanke 38% plus eine Einmalzahlung von $12.000, und so geht jemand her wie Mr. Druckenmiller, der legendäre Hedgefondsmanager, der sagt, also ich mache ich mir Sorgen, dass die Fed zu früh jetzt den Sieg über die Inflation erklärt hat. Und das wird nochmal bestätigt durch Zahlen von heute. Wir hatten heute die US-Arbeitskosten und die sind gestiegen um 1,9%. Eigentlich erwartet nur 1,0%. Arbeit wird also jetzt schon wieder deutlich teurer als erwartet. Das kann man jetzt schon sehen. Und so steigen eben diese Inflationserwartungen gerade im kurzen Zeitraum immer weiter. Und das dürfte sich nicht so wahnsinnig ändern. Und das wiederum unterstützt eben diese Kapitalmarktzinsen. Ich will nochmal ein Wort verlieren, was da in den USA bei dieser Wahl passiert ist. Und wir sehen hier einen selten guten Artikel in der Zeit. Die Zeit ja sonst auch eher ein Medium, das alle, die Trump wählen, irgendwie als halb debil erklärt. Und hier aber heißt es, was die Mehrheit der Amerikaner hier wollen, ist, dass sie ihre Einkäufe zahlen können. Von abstrakten Versprechen fühlen sie sich missachtet. Und genau das ist wahrscheinlich das Misserfolgsrezept gewesen von Kamala Harris, die eben nur sehr abstrakt gesprochen hat, wenig eben gegen diese permanent steigenden hohen Preise vorbringen konnte, weil immer die Frage im Raum stand, naja, warum hast du es denn in den letzten 4 Jahren nicht gemacht? Und so heißt es hier in diesem Artikel, Amerika ist nicht gespalten. Die Mitte hat gesprochen, also es sind nicht irgendwelche Bauern aus der Provinz, auch wenn natürlich vor allem der mittlere Westen sehr eindeutig pro Trump, der Süden pro Trump gestimmt haben, aber es ist eben so, dass die Leute müde sind, die können nicht mehr und haben gesagt, ja, dann kommt jetzt der Donald und verspricht uns, dass die Preise nach unten gehen, also wählen wir den, das wird er nicht schaffen, aus schon den Gründen, die ich vorhin gezeigt habe. Aber das ist das gewesen, dass sie sagen, die Wirtschaft, die ist nicht okay, die Preise, die sind das, was uns kaputt macht, weil wir uns das Leben nicht mehr leisten können. Das war der ausschlaggebende Punkt, die Abstimmung mit der Brieftasche, und das sehen wir hier nochmal ganz, ganz klar, meine Damen und Herren. Hier wurden dann die Leute aus den Wahllokalen befragt, ja, warum hast du oder was hast du gewählt und wie ist deine finanzielle Situation? Und je schlechter die finanzielle Situation war, umso stärker das Bedürfnis, Trump zu wählen, und je besser die finanzielle Situation war, desto weniger eben das Bedürfnis, Trump zu wählen. Also das war der entscheidende Punkt, und hier dieser Tweet von Isabel Weber sagt, also große Lektion. Die offiziellen Zahlen einer Wirtschaft, gerade auch in den USA, die sagen nichts über die tatsächliche Lage der Leute aus. Und es ist, man sollte auf die Leute hören und nicht sich nur die Zahlen angucken, sondern wirklich das, was die Leute umtreibt, was für die Leute wirklich essentiell ist. Und so sehen wir hier zum Beispiel eine Grafik, die auch zeigt, dass mehrheitlich weniger gebildete Trump gewählt haben, während gebildetere tendenziell eher Harris gewählt haben. Und dann sagen manche, ja, das sind ja alles Dummbratzen, nicht wahr, die das gemacht haben, die brauchen wir gar nicht ernst nehmen. Aber das ist eben dieser Standesdünkel, dieser elitäre Standesdünkel, der gerade in diesen eher linken Medien eben gepflegt wird. Meistens sind die dumm, dass die das machen. Und insgesamt sehen wir hier eben, das eigentliche Problem ist nicht die Inflationsrate, ob die jetzt 1,5 oder 2% ist, sondern ist der kumulative Effekt vorher bereits gestiegener Preise. Hier sichtbar mal etwa an den Lebensmittelpreisen.
die ganz entspannt Richtung 30% gestiegen sind. Und wenn dann nochmal ein Prozent draufkommt, dann ist das für die Leute irgendwann immer schwerer zu ertragen und vor allem dann gefährlich, wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt, also immer mehr Leute nicht mehr in dieser Form konsumieren können. Und wir haben heute die Continuing Claims gehabt, die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die eben die strukturelle Lage am Arbeitsmarkt wahrscheinlich am besten wiedergeben. Und da sehen wir, da sind wir auf den höchsten Stand seit 3 Jahren gestiegen. Also wir sehen, die Arbeitslosigkeit wird zunehmend ein Problem, was dann für die Wirtschaft ein Problem wird, aber nicht für diejenigen, die jetzt von dieser Rallye, von dieser Trump-Rallye erstmal profitiert haben. Gestern so das Vermögen etwa von Elon Musk um 10% gestiegen. Also diese paar Millionen oder was er da reingepumpt hat in diesen Trump-Wahlkampf, das hat sich ausgezahlt, aber auch Jeff Bezos, Larry Ellison, wie sie alle heißen, selbst Bill Gates, Warren Buffett und so weiter, die haben alle gewonnen, nur Bernard Arnault, der Franzose, der hatte nicht gewonnen, aber was auch immer man wählt, das Wealth Gap, also die Lücke im Wohlstand, die wird immer größer. Und die Lücke ist auch sehr, sehr groß, und das ist das Erstaunliche derzeit, zwischen dem Service-Sektor, der noch brummt, wo auch die Preise deutlich steigen weiter, und dem Gewerbesektor. Und wir sehen das vor allem im Gewerbesektor, also Industrie, Produktion, all dessen, dass der Unterschied im Employment Index, also Beschäftigungsindex, so groß ist wie seit Corona nicht mehr. Also der Sektor Dienstleistung, der natürlich für die Wirtschaft in den USA wichtiger ist, der boomt, und die Industrie, die darbt, genauso wie in Deutschland das der Fall ist. Und im zweiten Teil, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen diese Grafik erklären. Das ist mit das Abgefahrenste, was ich Ihnen bisher habe erklären können oder zeigen können. Wir haben gestern etwas erlebt, was in der Geschichte nur 3-mal vorgekommen ist, und dann an sehr wichtigen Punkten. Was genau das ist, erfahren Sie im zweiten Teil. Ich packe den Link hier unten drunter. Runter und sage erstmal Servus und Ciao. Ich glaube, das lohnt sich. Bis dann.